lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte, ich reviewe ein paar Dinge, die ich in den letzten paar Wochen benutzt habe. Ich würde sagen, das war schon bevor der Oktober angeschlagen ist. Denn ich muss sagen, ich habe immer mal wieder was probiert und es dann zurückgelegt, dann wieder rausgeholt, dann wieder probiert und wieder zurück und immer mal wieder so. Und ich dachte, wir fangen jetzt einfach an mit den Gesichtsprodukten. Die zeige ich euch. Da ist jetzt Blush, Bronzer und Highlighter dabei. Erstmal so Pudergeschichten, also Pudersachen. Und dann zeige ich euch mal die Cremeprodukte. Zuallererst fangen wir an hier mit der Strobing Palette in Spectrum zu Eva. So sieht das gute Schätzchen aus. Wenn man das dann aufmacht, hat man hier vier weiße Puder. Das sind Highlighter und zwar haben die Untertöne. Das hier ist zum Beispiel mit einem gelben Highlight, also einem goldenen Highlight, dann ein Rosé, ein bläulichen, nee, ein grün und ein bläulichen. Und wenn man die dann swatcht, erkennt man das dann auch. Und es, ich muss sagen, das ist eine subtile Palette, also man kann das langsam aufbauen, aber man muss nicht unbedingt so einen Blauschimmer, also Blauschimmer finde ich irgendwie cool. Irgendwie gefällt es mir, wenn ich es dann drauf habe, das sah so schön aus, als ich das im Sommer mal getragen habe. Da habe ich mich dazu entschieden, ich bin aber eher das Goldmädchen. Also hat sich diese Palette für mich gelohnt? Nein. Ich mag keine holographischen Highlighter, am liebsten sind mir goldene, deswegen mag ich sie. Sie bleibt bei mir noch, ich probiere sie noch einige Male aus. Sollte sie mir überhaupt nicht zusagen, werde ich es dann aussortieren. Aber bis jetzt konnte mich so weit überzeugen, sage ich mal, dass mindestens zwei Farben drin sind. Wenn ich drei, grün mag ich gar nicht, blau geht noch, weil bei blau sieht man, dass es nicht dazugehört. Grün ist wieder so eine Sache, ob mir übel ist oder krank oder ja. Deswegen bleibt dieses gute Schätzchen erstmal da. Dann haben wir die Too Faced Selfie Powders. Ich kann euch nicht sagen, was ich damit soll. Die sieht auch misshandelt aus. Die habe ich auch misshandeln müssen, weil sie überhaupt null Pigmentierung gegeben hat. Ich kann eine High-End-Qualitätspalette nicht verstehen oder eine High-End-Palette in unterste Schublade-Qualität verstehen. Wenn man sie swatcht, ja, sie geben schon Farbe ab. Aber ich habe allerdings nichts auf der Haut. Also ich weiß es nicht, ob sie gar nichts macht. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie trägt nur mein Make-up dann ab. Also das so hart geworden ist, weil man Puder, man geht rein und kriegt nichts drauf und dann ist der Puderpinsel mit der Foundation voll und man geht wieder rein. Also diese Palette kann ich euch nur nicht, also kann ich euch nicht empfehlen, sagen wir es mal so. Oh, gerade wenn ich so einen verplanten Tag habe, ein ganzer Tag, ja, muss ich eine Review abgeben, weil sonst warten die Sachen einfach darauf, um gezeigt zu werden. So, ich glaube, das ist besser mit dem Zeigen dann. Dann haben wir hier, das habe ich noch gar nicht so lange, 4 Tage, vielleicht 5 benutze ich das. Jetzt haben wir, wann kam das Päckchen an? Freitag? Freitag oder Samstag? Wann habe ich es aufgemacht? Ich weiß es nicht, aber ich bin begeistert, nicht als Bananapowder. Leute, ich trage das im ganzen Gesicht auch heute. Ich meine, ich bin jetzt schon, es ist gleich 4 Uhr, meine Tochter scheppert gleich wieder. Es macht eine wahnsinnige schöne Haut. Dieses Finish gefällt mir sehr gut. Ich öle den Tag über natürlich nach. Also wer kein Öl produziert, der ist auch nicht normal. Aber es ist, hält mich so weit frisch, sage ich mal, dass ich das Haus verlassen könnte noch 2 andere Stunden. Ja? Also ich müsste mich nicht sofort nachpudern. Dieses Puder, woher das auch immer ist, Banana Setting Powder, Made in PRC, Bella Pierre. Ich kenne diese Marke gar nicht, so sieht es aus. Ich mag es aber total. Nachkaufen wüsste ich nicht, was der Preis angeht. Also wie gesagt, nachkaufen seltenst, aber ich könnte es mir vorstellen, nachzukaufen, hätte ich keine weiteren Puder. Sagen wir mal so. Wenn ich sage nachkaufen, meine ich nur, wenn ich das nicht schon hätte. Also ich kaufe es mir nicht sofort nach, wenn es leer gehen würde. Dann haben wir Terra Sun von Maybelline. Ich glaube, das hat mir die liebe Niki reingelegt. Ja, das, was kann ich dazu sagen, ist ein solides Produkt. Ist hart gepresst, was ich ganz gut zwischendurch finde.
Ich muss sagen, man muss da wirklich schön mit dem Pinsel ordentlich rein, damit man was abbekommt. Aber wenn, dann ist es so ein Hauch von Farbe. Also so sieht die Farbe aus und es ist ziemlich rotstichig, ja, aber auf der Haut gar nicht. Also nur im Fändchen jetzt, weil es ja so arg ist. Ich muss sagen, empfehlen könnte ich es euch nicht, weil es halt eben zu hart gepresst ist. Also da muss ich schon echt ordentlich rühren, damit ich Produkt abbekomme. Also, das ist schon ziemlich, gerade in der Mitte, da hat sich so ein Hardpan gebildet. Deswegen trägt sich das nicht so gut ab, aber man kann schön Produkt aufbauen. Sagen wir mal so. Man kann, wenn man mag. Aber empfehlen würde ich es nicht. Ich würde lieber mal gucken, was Essence oder Catrice so im Sortiment haben. Und statt diesem Puder hier. Ja, gerade Nägel lackiert und ich hasse es. Teil, also die Hand trocknet immer wahnsinnig schnell, keine Ahnung, woran das liegt. Und die hier, die braucht 100 Jahre und 10 Stunden, denn das ist immer noch nicht trocken. Also wenn ich hasse das. Der wird gleich aussortiert, obwohl die Farbe echt nicht schön, echt schön ist, so rum. Dann hat mir die Niki auch Goddess of Love Highlighter mitgeschickt. Ich muss sagen, ich habe ihn anders da wahrgenommen. Und zwar nicht rosastichig. Also sonst, ja, wie soll ich sagen? Ihr seht, es hat einen leichten rosa Touch. Ich muss sagen, mir gefällt das nicht ganz so. Ich habe das Gefühl, dass Ende des Tages nur noch so kleine Partikel drauf sind, aber gar nicht der Glow allgemein. Es gibt Highlighter, die halten länger als die Foundation, ja, das gibt's auch. Aber da habe ich immer nur das Gefühl, dass so ein Teil des, ja, Teil so an sich schön, aber ich kann nicht so die Pigmente draufpressen auf der Wange, sonst nehme ich die Foundation ja ab. Ich muss es leicht auftragen und somit kommen immer nur Partikel drauf. Es gibt zwar auch einen schönen Glow, aber ich habe das Gefühl, so nach, ja, keine Ahnung, 18 Stunden, was ich ja auch geschminkt bin, wenn ich mich morgens um 6 richte und abends um 8 abgeschminkt bin, ja, dann ist en masse an Stunden vergangen. Deswegen würde ich es euch nicht empfehlen. Ich würde es nochmal mit dem Goldenen probieren. Den würde ich, glaube ich, aussortieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den aussortieren soll oder nicht. Mensch. Empfehlen kann ich ihn euch nicht. Mir gefällt es nicht, dass Ende des Tages nichts davon da ist. So. Vielleicht benutze ich einen falschen Pinsel, vielleicht weiß ich nicht, verträgt meine Haut den nicht, sorbiert den ab, will kein Highlighter, keine Ahnung. Dann haben wir ein Rouge Powder von Raval de Loup. Ich muss ja sagen, ich bin an den Dingern vorbeigegangen, weil sie mich nicht wirklich interessieren. Würde es die Hälfte der Packung sein, hätte ich mega Interesse und würde sagen, okay, dich Schätzchen, nimm ich mal mit, aber wozu hier ein Pinsel reinpfeffern, den kein Mensch benutzt? Also an sich ist das Puder wirklich wie ein Bronzer mit Rouge zusammen. Ich würde das weder als Bronzing Powder noch als Konturier Puder nehmen, denn es ist schon ziemlich orangestichig, hat aber auch einen Touch Grau drin. Also ich finde genau diese Mischung auf den Wangen perfekt für dunkle Augen-Make-ups. Ich glaube, ich hatte das letztes Mal benutzt, als ich so ein dunkles Augen-Make-up habe. Da benutze ich ja sehr gerne so subtile Blushes und so wie Suede. Oder habe ich Suede benutzt von Sleek? Das kann ich euch natürlich auch empfehlen. Der ist jetzt gerade nicht dabei. Den habe ich wieder zurück anständig gemacht. Auf jeden Fall ein absoluter neuer Neuankömmling und ein Schatz. Und zwar ist das die 08 Terracotta Blush. Kann ich euch nur ans Herz legen. Dann haben wir von Kiko, das ist ein alter Bekannter, muss ich euch sagen, das ist kein Neuankömmling. 01 aus dieser Colorfile. Riechen tut danach was ganz Leckerem, was ganz Süßen, ganz lecker. Kennt ihr Milchmädchen? So ungefähr, so nach gezuckerten irgendwas. Wirklich eine wunderbare Farbe. Farbe ist so fantastisch. Das macht euer Gesicht so einen schönen Glow und so eine Frische. Ich kann euch dieses Blush nur ans Herz legen. Wäre das Fändchen größer, würde ich mich mehr freuen, weil das ist wirklich ein Produkt, was ich öfters zugreife, auch wenn ich weiß, ich habe einiges in der Sammlung, aber das ist wirklich eins, wozu ich gerne greife und kann ich euch nur ans Herz legen. Dann hat mir die Niki, mein Schatz, die Nummer Secret Lovers
34 zugeschickt. Das ist ein Sleek Rose Gold Dupe oder angehaucht, je nachdem. Nur sind das gröbere Glitzerpartikel. Ich weiß nicht, inwiefern die Kamera das euch... Oh, ich muss euch auch den hässlichen zeigen, ne? Da. Ich muss sagen, es ist schön auf den Wangen. Ich klopfe den gerne ab und schüttel sozusagen die größten groben Glitzerpartikel ab, damit ich ihn einfach schön auftragen kann. Also einen subtilen Blush habe, ohne Glitzerpartikel. Und das macht er dann auch wirklich. Also ein paar klar landen immer wieder im Gesicht. Aber heute habe ich... Nö. Nö, heute habe ich mal keine. Aber so an sich, seht ihr die Farbe, es ist schon kräftig. Aber nicht so kräftig, dass man es gar nicht tragen kann. Vor allen Dingen verblendet sieht das echt schön aus. Secret Lovers von Manhattan. Dann habe ich ein Blush benutzt, und zwar von Catrice. Das ist so einer. Das ist ein Strobing Blush, den habe ich heute auf den Wangen. Ich muss ja sagen, von Strobing sehe ich irgendwie gar nichts. Also es hat für mich auch nichts Lichtreflektiert. Es ist nicht matt. Aber es hat auch so ein Semischimmer oder sowas. Ja, wenn man alle zusammenmischt, weil hier ein Highlighter drin ist. Und wenn man die dann zusammen alle rührt, was ich ja auch mache, sieht es dann so aus. Und so ist das ganz, ganz schön. Und wenn man das so schön verteilt, dann sieht das aus wie heute. Es sieht subtil aus, es sieht nicht zu viel aus. Es sieht wirklich schön aus. Gefällt mir wirklich gut, darf auch meine Sammlung nicht verlassen. Ist die 010 Mrs. Summer Peach. Ja, der Name ist Programm. Ich guck grad mal. Ich brauche nämlich wieder... Ich benutze immer zum Swatch entfernen diese hier. Und da braucht man echt nicht viel. So, weiter geht's. Und zwar habe ich noch ein paar Gesichtsprodukte hier für euch. Zum einen den Bourjois, Bronzer in Schokoladenform. Ich muss sagen, so richtig Schokolade kriegt er nicht. Muss ich, er riecht vielleicht nach Kaba-Pulver. Ja, ist ja auch wurscht, wie er riecht. Er funktioniert. Er ist auch sehr spärlich, sage ich mal. Man kriegt sehr wenig Produkt auf. Man muss es ziemlich aufbauen, was ich auch gut finde. Man kann dann auch Produkte endlich mal aufbrauchen. Oder man hat nie gleich zu viel. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Und das ist auch Bronzing Powder. Ja, sonst steht hier nichts Großartiges, außer auf Französisch. Ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Also... Eine schöne Bronzerfarbe. Ich musste gerade hören, ob mein Kind kommt. So, dann Catch the Glow von P2. Das kennt ihr ja auch schon seit Ewigkeiten. Das will meine Sammlung absolut nicht verlassen. Das sieht so aus. Wirklich, eine Zeit lang habe ich damit konturiert. Eine Zeit lang habe ich damit gebronzt, weil das ein Multitalent ist. Es ist ein aschiger Bronzeton, der aber nicht zu kühl und auch nicht zu warm ist. So, also da kann man den Unterschied sehen, ne? Das ist jetzt der von der Bourjois und das ist jetzt der von P2. Ich muss sagen, er funktioniert super. Ich liebe ihn. Er darf auch meine Kollektion erstmal nicht verlassen, solange er noch Produkt drin ist. Ganz einfach. So, ganz easy peasy. Dann haben wir noch ein Schätzchen von Sleek, das benutze ich des Öfteren, muss ich sagen, weil es einfach genauso funktioniert. Das ist dieses, das ist ein bisschen besser pigmentiert, aber auch, das war jetzt Catch the Glow. Ich muss sagen, der ist noch ein bisschen aschiger und kräftiger pigmentiert. Damit erschwert man sich ja schon einiges. Ich finde aber als Bronzer absolut ein Schatz. Also wenn ihr das Ding da daheim habt, das ist Fair Face Contouring Kit in Light, meine ich, benutzt das, den Highlighter, den mag ich nicht. Den mag ich einfach nicht. Ich versuche den schon seit einem Jahr irgendwie eine coole reinzukriegen. Hier sieht er wieder ganz toll aus, aber wenn ich ihn auftrage, dann verbindet er sich nicht mit der Haut. Der setzt sich einfach drauf und macht nichts. Und ich brauche nichts draufgesetztes, was auch noch gar nichts macht. Also wenn das Produkt hier aufgebraucht ist,
dann kann ich es mir vorstellen, nachzukaufen und nur wegen dem hier, also nicht wegen dem Highlight. Auch wenn der Highlight hier ganz toll und subtil ist, ist er leider auf dem Gesicht nicht so schön. Der setzt sich so komisch krümelig ab irgendwie. Dann kommen wir noch zu zwei Highlighter. Einmal den Face Studio Chrome Extreme 300 Shimmer Sandstone Shimmer. Das ist von Maybelline. Ich muss sagen, mich nervt ein bisschen die Puderkonsistenz. Er ist ziemlich pudrig. Man geht mit dem Pinsel rein und das pufft so auf. Und klar, man hat so viel Pigmentierung, aber ehrlich gesagt hat man dann nur diesen Schimmer. Also diesen groben. So fantastisch, was für eine Mega-Pigmentierung, ja. Also guckt mal diese Leuchtkraft an. Wunderschöne Farbe, ja. Der bleibt auf jeden Fall in meiner Sammlung. Versteht mich nicht falsch. Ich möchte nur nicht ein Produkt reingehen und dass das so viel Staub und mein ganzer Tisch ist eingesaut, ja. An sich fantastisch, fantastisch. Das ist die 300, könnte ich mir jedes Zeiten wieder nachkaufen. Das ist wirklich so ein, das ist das Gegenstück von Mary Luminizer, so schön. Also das ist die goldene Variante, das sieht unheimlich toll aus. Nur staubt der so, wenn man reingeht. Das ist der einzige Nachteil. Hier haben wir einen Schatz, den ich nicht ganz so als Schatz. Ja, er ist klein, kompakt, mega cool. Er kostet nicht viel, so habe ich gedacht. Er sieht cool aus, ja. Also schaut mal. Er sieht cool aus. Er hat etwas. Also es ist ein Gemmes. Ist ein Blush Gemmes. So sieht er aus. Da seht ihr den Maybelline. So sieht der aus. Wunderschön. Aber da habe ich das Problem auch mit diesen, dass es nur krümelt und nichts. Ich brauche irgendwie so einen steinharten Pinsel, so wie das. Und dann funktioniert das. Das tragen wir jetzt mal zusammen auf. Weil ich habe überlegt, ob das vielleicht daran liegen kann, dass. Also seht ihr, so wunderschön. Aber meistens trägt man sich doch die Foundation damit ab. Braucht man ein Spiegel hier. Ja. Es legt sich irgendwie so auf die Haut und sieht einfach nicht schön aus. Ja. Nach ein paar Stunden. Tag darf das auch krümeln. Also mir gefällt dann nur im Pan. Ich habe gedacht, vielleicht wenn man die oberste Schicht endlich mal benutzt hat, dann funktioniert er. Aber wie lange muss man da dran rumpopeln, bis es funktioniert? Somit wären wir mit den Gesichtsprodukten und Pudersachen Geschichten zu Ende. Ich drehe jetzt noch eine kleine Sequenz mit anderen Krimskrams. Bis gleich.